Ich kenne Viktor Skripnik seit Jahrzehnten und schätze ihn als einen unglaublich sympathischen, integren, nicht aufgeregten Fußballtrainer, der in unserer Mannschaft unheimlich positiv aufgenommen worden ist und nach wie vor das volle Vertrauen aller handelnden Personen hat. Einen Abstieg soll und wird es nicht geben in Bremen. Das ist jetzt ja nicht eine Frage des Glaubens. Wenn Sie eine Frage des Glaubens mit mir diskutieren wollen, dann gehen wir in die Kirche am Sonntag. Das ist keine Frage des Glaubens, sondern ich drücke die Daumen. Und ganz Bremen braucht diesen Glauben an den Nichtabstieg. Natürlich wünsche ich dem norddeutschen Club und unserem Thomas Schaaf natürlich, dass sie es noch auf den letzten Metern schaffen, dem Abstieg zu entgehen. Er hat einen Fehler gemacht. Für den Fehler ist er brutalst bestraft worden. Wenn du so da oben angekommen bist, dann zu fallen, das ist ein furchtbarer Hintergrund für das, was er jetzt wieder beginnen will. Ich wünsche ihm von Herzen, dass er sich in seiner Familie vor allen Dingen wieder richtig glücklich fühlen kann.